Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 23. Mai 2018? Heute ist Halbmond. Es ist wunderschön zum Anschauen, aber es fehlt die Harmonie, es fehlt die Gleichgewicht, es fehlt die Balance. Und ich erkläre warum. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und es gehört zum Luftelement. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze und es gehört zum Feuerelement. Wobei, das ist nicht ganz korrekt, weil unserem Planet Erde bewegt sich in Wirklichkeit in Sternbild Schlangenträger. Aber dieses Sternbild Schlangenträger gehört nicht zu den Tierkreiszeichen. Aber wirkt auch die Schütze, also so wie die Astrologie beschreibt, bleiben wir dabei. Unserem Planet Erde wirkt die Tierkreiszeichen Schütze und das ist Feuerelement. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Jungfrau und das ist Erdelement. Das heißt, Sonne, Mond und Erde stehen in Verbindung und verbindet sich Luftelement, Feuerelement und Erdelement. Feuer, Luft, Erde, fehlt was. Es fehlt die Wasserelement. Und wir brauchen heute die Wasserelement als Ausgleich. Und mit die Wasserelement kommen wir zum Harmonie, zum inneren Gleichgewicht. Wir finden die Balance wieder. Und Wasserelement symbolisiert Gefühlen, Intuition, Inspiration und Träume. Und genau das ist die Richtung. Die Richtung bestimmt die Tierkreiszeichen Fischen, was auch aussagt, etwas im Fluss zu bringen und bekommt Unterstützung von Tierkreiszeichen Skorpion. Das ist auch die Transformation und die inneren Kraft, aber das kommt alles von Gefühlen. Und der richtige Zeitpunkt zum Spüren, dieses Feingefühl zum Haben, vermittelt die Tierkreiszeichen Krebs. Es ist wichtig, heute intuitiv handeln, auf den Gefühlen hören, Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen und auf unseren Träume hören. Dann finden wir die inneren Gleichgewicht und dann kommt alles im Fluss und dann blüht etwas auf, weil das trägt Früchte. Der heutige Tag ist wie ein Wechsel. Es geht in eine andere Richtung, aber wichtig ist, dass wir intuitiv handeln und hören auf unserem gesundes Bauchgefühl. Wenn wir schon bei Gefühlen sind, natürlich kommen auch viele Gefühle hoch und das sollen wir auch transformieren. Gefühle wie Angst, Zweifel oder Angst, Zweifel, Schuldgefühl, von all diesen Gefühlen verabschieden, loslassen. Ich empfehle heute die Halbedelstein. Mondstein hat auch eine Verbindung zum Mond und Mond hat einen Einfluss auf Wasser, hat einen starken Einfluss auf unsere Gefühle. Wenn wir überlegen, dass die Mondkraft ganze Ozeanen bewegt, weil Ebbe und Flut löst die Mondkraft aus. Dann verstehen wir auch, was für großen Einfluss Mond auf unserem Leben hat und beeinflusst unseren Gefühlen. Und Mondstein hat eine innige Verbindung zu dieser Mondkraft, stärkt unsere Intuition, fördert die Liebe, wird die Gefühle intensiver wahrgenommen, sorgt für inneren Harmonie, Gleichgewicht und auch eine jugendliche Ausstrahlung. Wir sollen diese Halbedelstein Mondstein mit lauwarmen, fließenden Wasser entladen
und mit Mondenergie, aber können wir auch Sonnenenergie aufladen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge, also die Sonnenkraft unterstützt die klärenden Gespräche, die Kommunikation, und Mond im Jungfrau unterstützt unserem Gefühlen, dass es alles in Ordnung kommt und reinigt etwas. Und so können wir diesen Mondstein entladen, aufladen, und dann hilft uns wie ein Amulett. Und wie wirkt das in die einzelnen Tierkreiszeichen? Aber bevor ich das noch erkläre, muss ich noch erwähnen, welchen Einfluss bekommt Mond im heutigen Tag, weil Mond übernimmt die Kraft von Sternen, die Energie von Sternen, und leitet uns das weiter. Mond vermittelt es. Der Nebula bestrahlt die heutigen Mondbewegung. In alten persischen Astronomen haben gesagt, dieser der Nebula ist ein Wechsel. Und tatsächlich, wie ein Halbmond immer ein Wechsel ist, die Nebula zeigt es auch noch zusätzlich, dass heute ein Wechsel kommt. Etwas geht in ganz andere Richtung, als wir gedacht haben. Und nicht nur das, dieser Wechsel, was die Nebula vermittelt, sondern die chinesischen Astronomen, Astrologen sehen die Nebula ein bisschen anderes, weil sie sagen, die Nebula ist die himmlischen Richter und sorgt für Gerechtigkeit. Und hier handelt es sich um kosmischen Gerechtigkeit, göttlichen Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir heute in Ursache setzen, das wirkt. Und wie beeinflusst das die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Zwillingsgeborenen, etwas ins Licht zu bringen, sich in die Mitte zu stellen, sehen, gesehen werden und auch die Wahrheit. Die Zwillingsgeborenen suchen die Wahrheit, weil sie brauchen auch die Klarheit, die Wahrheit zum Orientierung. Die Zwillingsgeborenen haben sehr viel Kraft. Alles, was sie jetzt vorhaben, können sie umsetzen im Tat, weil das führt zum Erfolg, auch beruflich. Aber in die Liebe, Partnerschaft haben besonders die Zwillingsdamen auch Glück, weil eine männliche Person hat auch einen guten Einfluss. Entweder betrifft das die Liebe, Partnerschaft oder die Kontakt zu einer männlichen Person, und da kommt Unterstützung. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist auch ein Aufstieg, aber sie lassen noch ein bisschen Zeit. Und das ist auch gut so. In der Liebe-Partnerschaft fühlen sie die Krebsgeborenen ein bisschen unsicher. Die Gespräche haben eine Bedeutung und sie werden verstehen die Zusammenhänge. Also ein wichtiges Gespräch, eine wichtige Nachricht nähert sich. Bei den Krebsgeborenen ist auch wichtig die Finanzen, Werte, Selbstwertgefühl, Wertschätzung, aber auch Geld, Finanzen. Ein Vertrag zum Unterschreiben unterstützt die Finanzen. Also ein Termin, ein Vertrag kann auch gut sein, die Finanzen in Ordnung zu bringen, aber die Krebsgeborenen sollen davon schweigen. Also nicht erzählen, welche Verträgen unterschreiben werden oder welchen finanziellen Vorteile haben, lieber von diesem Termin, von diesem Vertrag schweigen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen brauchen die Ruhe. Die fühlen sich erschöpft, müde und sie brauchen den Rückzug. Und dieser Rückzug tut gerade sehr gut für die Löwengeborenen, weil sie orientieren sich neu. Aber damit sie Kraft haben, etwas in Bewegung setzen, ihren Vorhaben oder etwas Neues starten, weil das passiert bei vielen Löwengeborenen gerade
eine neue Beziehung, eine neue Angebote, eine neue Arbeit oder ein Umzug, Neuigkeiten, damit können die Löwengeborenen gerade rechnen. Aber sie fühlen sich zurzeit überfordert mit allem, also brauchen auch die Rückzug und auch überlegen, wo setzen sie die Kraft ein. Wenn das zu vielseitig ist, wenn das zu viel ist, dann wird das stressig sein, dann fühlen sich die Löwengeborenen müde und erschöpft, also brauchen auch die Rückzug, brauchen auch die Ruhe. Bei vielen Löwengeborenen bedeutet das eine berufliche Veränderung. Bei den Löwendamen kann auch eine männliche Person sein, eine Versöhnung oder jemand kennenlernen. Das spielt sich natürlich das in die Liebesleben ab. Und bei einigen Löwengeborenen sind Thema wie wohnliche Veränderung oder Umzug. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist wichtig, gerade auf den Gefühlen achten. Die Jungfrau geboren sind klug, bescheiden und betrachten auch etwas kritisch oder analysieren gerne mal etwas. Und heute haben die Jungfrau geborenen einen Vorteil, wenn sie diese Eigenschaften mal auf die Seite tun und hören auf ihre Träume, hören auf ihrem Bauchgefühl, weil das führt gerade zum Erfolg, weil somit kommt etwas im Fluss. Die Jungfrau-Geborenen werden ein wichtiges Gespräch führen oder bekommen eine wichtige Nachricht und sie werden dann etwas erkennen, was bis jetzt im Verborgenen lag. Die Tierkreiszeichen Waagen-Geborenen verspüren die schöpferische Kraft und sie werden aktiv sein. Der Impuls ist da, auch die Bedürfnis ist da, etwas tun. Ein Werk, ein Hobby oder Berufung. Sie möchten diese Kraft auch umsetzen im Tat und sie haben auch dabei eine wichtige Aufgabe. Entweder, weil sie spüren, das ist die Hobby oder die Berufung, etwas ist da, was die Waagengeborenen zurzeit begeistert. Eine männliche Person kann einen guten Einfluss nehmen auf die Waagengeborenen. Entweder eine Unterstützung oder bei den Waagendamen würde das bedeuten Liebe, Partnerschaft, weil eine männliche Person kehrt zurück oder eine neue Begegnung. Also da sind die Verbindungen da. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren haben Glück, gerade was die Gerechtigkeit betrifft. Entweder eine rechtliche Lage oder sie bekommen ihren Rechten. Es ist etwas noch gebremst, weil die Skorpiongeborenen wünschen sich auch, dass ihre Träume leben, dass sie mal Glück haben. Und die Glück ist da, aber das fühlt sich noch so an, wenn das noch gebremst wäre. Ein bisschen Geduld, nur weil das dreht sich bald alles und dann geht alles nach voran und da haben sie die Skorpiongeborenen auch wirklich Glück, mehr Möglichkeiten, mehr Chancen. Wo gerade die Energie gut ist, das ist die rechtliche Situation oder in einem bestimmten Lagen bekommen ihren Rechte. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig, die Liebe, Partnerschaft. Sie haben auch gerade die Kraft, vieles bewältigen in ihrem Leben, nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern in allen Lebenslagen, alles was die Schützengeborenen gerade begeistert. Sie fühlen sich noch ein bisschen beschränkt mit ihren Möglichkeiten, ein bisschen Geduld noch, weil in den kommenden Tagen sind die Chancen wieder da und haben auch Glück und auch mehr Bewegung. Und die Kraft haben sie gerade, die Schützengeborenen. Und natürlich mit dieser Kraft können sie einiges bewältigen. Und die Schützendamen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Ein Mann nähert sich, entweder in Versöhnung oder eine neue Begegnung oder in die Liebe, Partnerschaft verbessert sich etwas. Heute fühlt sich das noch nicht so an, aber in den kommenden Tagen kommt auch das Glück. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Sie haben auch die Sehnsüchte, diese Liebe zu leben, aber sie neigen dazu, zurückhaltend zu sein oder abwarten
Und das wäre nicht gut, sondern die Steinbockgeborenen sollen Gefühlen zeigen, Interesse zeigen, auf anderen zuzugehen, die Kontakt suchen, weil so kommt das alles in Harmonie. Eine Reise kann auch eine Bedeutung sein für die Steinbockgeborenen. Die Tierkreise zeichnen Wassermanngeborenen, fühlen die Kraft und das werden sie auch umsetzen im Tat. Und sie verbessern sich gerade beruflich. Und das sind Ziele, berufliche Ziele. Und die Wassermanngeborenen bekommen auch Anerkennung, berufliche Anerkennung. Da haben sie Chancen, die Möglichkeiten, etwas zu verbessern. In der Liebepartnerschaft fühlen sie sich ein bisschen unsicher. Was die Gespräche betrifft, die Wassermanngeborenen spüren etwas. Sie haben das Gefühl, es sind Gespräche hinter dem Rücken und sie kriegen das nicht mit, was für Gespräche das sind. Und das kann ich astrologisch auch belegen. So ist es auch. Also es sind Handlungen, Gespräche, was die Wassermanngeborenen nicht direkt mitbekommen. Das sind auch Geheimnisse. Das kann etwas Angenehmes sein, dass jemand spricht, weil möchte die Wassermanngeborenen überraschen und planen, dass eine Einladung kommt oder eine Überraschung oder ein Geschenk. Es muss nichts Negatives sein, aber andererseits kann auch bedeuten, dass irgendwelche Intrigen oder Lügen laufen hinter dem Rücken. Also die Wassermanngeborenen sollen auch auf ihren Gefühlen vertrauen. Wenn sie das Gefühl bekommen, da stimmt was nicht, da sind irgendwelche Gespräche, dann stimmt das auch, was die Intuition sagt. Aber wie ich schon sagte, diese geheime Gespräche kann auch was Wunderbares bedeuten, dass jemand einen Plan hat, das verrät noch nicht und dann später kommt die Überraschung, ein Geschenk oder eine Einladung. Die Tierkreise zeichnen Fischengeborenen, haben eine ganz starke Intuition gerade und das sollen sie auch vertrauen. Und die Fischengeborenen haben auch Glück in die Liebe, Partnerschaft, auch was das Gefühl zeigt und sie sollen im heutigen Tag intuitiv handeln oder wenn sie einen Traum haben, sie sollen auch auf diesem Traumbilder achten, was vermittelt dieser Traum, kann auch eine große Bedeutung sein. Die Tierkreise zeichnen Wiedergeborenen ist gerade ein Aufstieg, besonders was die berufliche Situation betrifft. Die Wiedergeborenen haben wieder die Kraft und sie zeigen auch diese Kraft und gehen in die Öffentlichkeit. Sie werden auch in die nächste Zeit wahrgenommen werden und das ist ein beruflicher Aufstieg, ein beruflicher Erfolg. Die Tierkreise zeichnen Stiergeborenen, brauchen gerade die Ruhe und sie neigen dazu, gerade zurückzuziehen. Und das tut auch gut, weil in Ruhe liegt die Kraft. Die Gespräche haben eine Wichtigkeit und es sind keine offenen Gespräche, sondern es sind auch Geheimnisse. Entweder haben die Stiergeborenen gerade Themen und das möchten sie noch im Verborgenen halten oder sie erkennen irgendwelche Geheimnisse, weil sie haben gerade das Gefühl dazu und schauen hinter geschlossenen Türen. Oder kann auch bedeuten, dass jemand ein Geheimnis erzählt und davon werden die Stiergeborenen etwas erfahren. In die Liebepartnerschaft haben die Stiergeborenen Glück. Sie fühlen sich aber müde, erschöpft und kraftlos und deswegen ist es auch sehr wichtig, gerade die Ruhe und dieser Rückzug, dass sie wieder Kraft haben. Und das war mein Tageshoroskop und noch die Blitzberatungen. Was ist es und wie funktioniert es? Es sind E-Mail-Beratungen. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Situation und stellen Ihren Fragen. Und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist
Dendera Susanna Medici.